Hallo liebe Leute, ich bin's mal wieder, euer Chris und heute mit einem weiteren Unpacking auf meinem Kanal. Mit freundlicher Unterstützung von Speedlink möchte ich euch heute das neue Medusa NX 5.1 Surround Gaming Headset vorstellen. Das Headset ist dem einen oder anderen vielleicht schon bekannt, gab es früher schon in der PC-Ausführung, doch das ist eine komplett neue Auflage, dieses Mal kompatibel für die PlayStation 3, Xbox 360 und für den PC. Alles in einem Headset. Ja, wir gucken uns mal, was hier unten drauf steht. Und da könnt ihr sehen, Digital Input Tosklink. Damit könnt ihr quasi euren Audioausgang von der Konsole benutzen. Dann hat das Headset die Möglichkeit, dass ihr euren Chat- und Game-Sound separat steuern könnt. Stereo-kompatibel ist es. Ihr habt einen Remote-Control, das seht ihr hier, das ist die kleine Fernbedienung. Ihr könnt euer Mikrofon muten, habt Noise-Reducing mit drin, das heißt, die Umgebungsgeräusche werden ein bisschen abgedämpft, damit ihr den vollen Gaming-Sound genießen könnt. Einmal ein flexibles Mikrofon, weiche Earpads, damit es auch nach langen Zockerabenden nicht wehtut auf dem Kopf. USB Powered, ja, das heißt, das Produkt braucht keinen separaten Stromanschluss, sondern nimmt sich den Strom aus einem USB-Anschluss, der beim PC, bei der Xbox 360 und bei der PlayStation ja genügend vorhanden ist. Dann noch einmal ein 4 Meter langes Kabel, also 4,3 Meter langes Kabel. Ja, damit habt ihr komplette Freiheiten im Gaming. Und ihr seht hier Real 5.1 Surround Sound. Hier unten steht dann auch nochmal echter 5.1 Raumklang, brillante Sprachübertragung und exzellenter Gaming Sound. So, nachdem wir uns die Spezifikationen angeguckt haben, machen wir doch einfach mal das Paket auf. Ja, hier haben wir erstmal einen schönen Überblick über das Headset mit dem Steuergerät und der Fernbedienung, mit dem ihr den kompletten Sound hier steuern könnt. Hier auf der linken Seite ist nochmal eine kleine Auflistung und warum das ein richtiges 5.1 Headset ist, das seht ihr hier. Es sind pro Hörer insgesamt 4 Boxen eingebaut. Ja, und das ermöglicht euch einfach einen wirklich richtigen 5.1 Surround Sound. Nichts umgerechnet, das ist richtiger 5.1 und das ist eine geniale Sache. Bin ich mal gespannt, wie das sich in der Praxis anhört. Hier oben auch nochmal ein Symbol, wie das die Tonqualität quasi Center Speaker rechts, links und die Back Speaker symbolisiert. Dann habt ihr einmal hier das Steuergerät, auf das wir nochmal eingehen werden. Dann hier einmal die Kopfhörer zusammenfaltbar und das flexible Mikrofon. So. Hier oben zwei kleine Aufkleber, die schneiden wir mal ratzfatz auf und gucken mal, was in der Verpackung drin steckt. So, nach den Spezifikationen machen wir einfach mal das Paket auf und gucken, was hier drinnen steckt. Ah, hier merkt man schon mal die weichen Ohrpolster und das weiche Kopfpolster. Und hier haben wir einmal das Paket. Alles schön verpackt separat. Einmal das ultra lange Chatkabel. Wir können jetzt mal hier die Verpackung mal wegkriegen. So. Einmal so. Ziehen wir das einmal durch. Und ja, jetzt haben wir hier einmal das komplette Medusa Speedlink Headset mit echtem 5.1 Sound. Ziehen wir das mal hier. Ah, das ist hier nochmal separat gesichert, damit ja nichts passiert. Ziehen wir das einfach mal hier ab. So. Falsche Richtung. So. Dann können wir das ganze Headset mal herausnehmen. Wir haben jetzt hier einmal das Headset. Die Ohrhörer sind auch flexibel. Falls ihr das umhängen habt, könnt ihr das so nach vorne klappen und könnt damit euch frei im Raum bewegen. Dann haben wir einmal das Mikrofon hier, was flexibel ist und man kann es auch hier an der Seite nochmal nach vorne und nach hinten justieren. Ich bin jetzt noch auf der falschen Seite. Es ist ganz einfach, ganz flexibel und da kann man sich das dann so einstellen, wie man das am besten haben möchte. Hier oben haben wir ein kleines, ja, Kunstleder-Ohrpolster. Das ermöglicht euch einfach schwitzfrei spielen und ist eigentlich ziemlich durchdacht. Dann haben wir hier ein paar Scharniere, mit denen wir das Headset dann einfach so minimal zusammenpacken können und können das dann ganz problemlos transportieren. Ja, einmal das Chatkabel mit einem kleinen Clip, damit man das an seine Jacke oder an sein T-Shirt oder irgendwas befestigen kann. So, kommen wir mal zu der Fernsteuerung oder besser zu dem Remote Control. Alles sehr schön verpackt und sicher verpackt vor allem. Will nicht so wirklich, so wie ich das möchte. So.
Steuergerät muss jetzt auch nachgeben. So, wir haben hier einmal diese kleine Decoder Station, die quasi den Gaming Sound umwandelt in den Sound, also den Gaming Sound von der Konsole quasi umwandelt für das Headset. Wir haben einmal hier einmal drei Eingänge, das ist für eure normale Soundkarte. Vom PC aus könnt ihr das Ganze dann hier reinstecken. Hier ist einmal der Power-Eingang, wo ihr quasi ein USB-Kabel mit dabei habt, was ihr hier reinsteckt und das Gerät dann mit Strom versorgt. Einmal einen Input-Switch, da sieht man jetzt ein bisschen schlecht, genau hier Input-Switch zwischen Koaxialkabel und dem optischen Kabel. Hier ist einmal der Koaxialeingang, optisch ein und optisch aus, damit der Sound noch wieder zurückgeht an den Computer oder an den Fernseher, besser gesagt. Ja, kleine Box, die viel kann, ne? Also, dann kommen wir mal noch zu einem interessanten Thema hier. Wir haben hier einmal unser kleines Steuergerät. Wir haben hier an der Seite ein paar Möglichkeiten. Wir haben hier die Möglichkeit, die Front, Rear, Center und den Subwoofer zu steuern separat und können damit dann quasi die Lautstärke regulieren der einzelnen Speaker. Und das ist schon mal, ja, sowas habe ich glaube noch nie gesehen. Und wer dann halt Bass mag, der drückt dann einfach auf Subwoofer, volle Pulle aufdrehen und dann rumst es euch richtig den Kopf weg. Hier auf der anderen Seite seht ihr einmal das Mic mit einem Echo, könnt ihr das Ganze versehen. Einmal muten, einmal aktivieren und hier habt ihr dann nochmal die Möglichkeit, die Chat-Lautstärke zu regulieren. Hier ist der Eingang für das Xbox 360 Chat-Kabel. Ja, das darf natürlich nicht fehlen, sonst macht das Ganze keinen Sinn. Hier vorne habt ihr nochmal eine Kontrollleuchte, die dann dementsprechend leuchtet nach dem, was ihr eingestellt habt. Natürlich ist auch komplett Zubehör mitgeliefert. Ihr braucht euch dann separat nichts mehr kaufen. Ihr kauft euch einfach das Headset und es ist alles mit dabei. Also sprich, wir haben jetzt hier einmal das Kabel von dem PC. Wenn ihr einen PC habt, könnt ihr quasi hier die Eingänge variieren, kommen dann da rein und dann hier in das Headset. Einmal ein normales Klinkenkabel, Xbox Klinkenkabel hier. Einmal 2,5 mm Klinke, auf 3 mm Klinke ist auch mitgeliefert. Einmal ein optisches Kabel für die Konsolen zum Rein- und Ausgang. Und dann einmal ein USB-Kabel für die Stromversorgung. Ja, da wurde dann alles gedacht und ich werde mein Fazit in einigen Wochen abgeben. Ich werde das Headset jetzt ausgiebig testen. Ja, und dann komme ich nochmal zurück, wie ich mir die Zeit mit dem Headset verbracht habe. Servus!